Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Wings für den Commodore Amiga, die Abenteuer des Captain Edmund Blackadder im Ersten Weltkrieg. Jo, wir sind bei Teil 8 angelangt. Im siebten Teil, jo, was haben wir großartig erlebt? Wir haben ja ein, wie sagt man das? Also wir haben einen Pastor bekommen, oder zumindest einen Geistlichen. Auf unserem Flugfeld, mit dem haben wir Poker gespielt, also zumindest geschichtstechnisch halt eben haben wir mit dem Poker gespielt, er hat uns abgezockt und alle anderen Piloten ebenfalls und der sorgt halt eben quasi für eine Art, nicht moralisches Gleichgewicht, aber halt eben, ja, gesellschaftliches Gleichgewicht und er hat auch geholfen mit den Postschwierigkeiten von der Feldpost halt eben und so. So viel dazu, wir haben ein paar zwei Missionen haben wir leider versemmelt. Das war einmal eine Bomber-Eskorte und einmal ein Bodenangriff auf einen Konvoi, obwohl wir den eigentlich geschafft haben, aber wir sind abgeschossen worden. Und ansonsten, ja, also jetzt kommen Doppeldecker halt eben von wegen die Deutschen rüsten jetzt da halt eben auf mit Doppeldecker, deswegen kämpfen wir gegen die jetzt da vermehrt und ich würde einfach mal sagen, wir machen weiter. Ah, siehst, an Orden haben wir ja noch gekriegt gehabt, irgendein Kreuz, aber ich weiß nicht welches, ich habe auch nicht gegoogelt, also ja, kann ja auch sein, dass das schon längst in den Kommentaren drin steht, dass jemand nachgeschaut hat oder weiß, was das für eine Medaille, Schrägstrich für einen Orden war. Aber wurscht. 7. Oktober 1916. Fritz has his balloons up at all neu and Pharaoh wants them down. Also die Deutschen haben Ballone, also Aufklärungsballone aufsteigen lassen bei Alone und Colonel Farrer will, dass wir die natürlich abschießen oder unschädlich machen. Meanwhile, some clown calling himself Tex Johnson has shown up here to demonstrate the latest barrel rolling techniques. Zur Zeit ist ein Clown anwesend am Flughafen, der sich selbst Tex Johnson nennt und der zeigt uns oder demonstriert uns die neueste Fassrollentechnik bezüglich Flugmanöver. He's supposed to be a hotshot flight trainer from HQ, but on his first takeoff he stalled out and crippled our only spot by slamming it into the mess. Okay, also er soll angeblich ein Hotshot sein. Also ein Fliegerass soll er eigentlich sein, als Flugtrainer, der vom Hauptquartier geschickt worden ist, aber bei seinem ersten Ausflug, seinem ersten Flug auf unserem Flugfeld, ist er quasi ins Trudeln gekommen und hat gleich einmal eine Spat kaputt gemacht, weil er damit in die die Messhall ist halt eben das, wo alle essen. Also kann man eh eigentlich sagen, in die Kantine ist er halt eben reingestürzt mit dem Flugzeug. What an example, was für ein Vorbild. Oder was für ein Beispiel. Maybe he's good at outdoor cooking. Also vielleicht ist er gut, wenn es ums Kochen in der freien Natur ist. Ja. Und zu dritt versuchen wir, Aufklärungsballone abzuschießen. Das heißt, wir müssen wieder mal die Flak attackieren als erster. Das macht ja eh sonst keiner außer ich. Faced with a puzzling 3-on-3, I knew from my studies that an even challenge could be tricky. It seemed like an awful lot of effort just to get a shot at on... Ah, okay. Also wir standen 3 gegen 3 gegenüber, also 3 Deutsche gegen 3 Engländer und von unseren Nachforschungen bzw. Training, was auch immer, Studien heißt es ja eigentlich, ist es so oder stellt sich das normalerweise heraus, dass eine gleiche
bei einer Herausforderung, wo zwei Gleiche sich gegenüberstehen, das kann halt eben eine Schwierigkeit sein, beziehungsweise das kann tricky sein. Und augenscheinlich war das ein wenig zu viel Begleitschutz quasi für einen lausigen Ballon. Haben wir es halbwegs... Nein! Wow, Alter, ich hab gesucht, wo die blöde Flak ist. Die ist irgendwo da vorne, Alter. Ich wäre fast... So, probieren wir es nochmal. Wo ist die? Da vorne ist die. Na, da können wir noch weit fliegen. Dass wir dort hinkommen. Bist du narrisch? Ich hätte es wirklich geglaubt. Ich begehe quasi Selbstmord mit dem Black Adder. Das will ich ihm ja doch nicht antun. Komm schon, komm. So, dafür haben wir den jetzt da abgefetzt. Die Flak existiert immer noch. Das heißt, ich muss da wenigstens ein bisschen an Abstand gewinnen. Boah, Alter. So. Ah, ja. Na, genau das wollen wir nicht. Wenn die uns treffen, das ist nicht gut. Und alles, was gelb aufblitzt, heißt, dass die uns... Also, dass die Granaten halt eben extrem knapp neben uns detoniert sind. Und wenn die uns nämlich wirklich einmal erwischen, einmal ein direkter Treffer und du bist weg. Shit. Alter. Ich habe einen abgeschossen. Nein. Komm. Jawohl. Boah. Das war jetzt fast eine fatale Mission, bist du deppert. Aber wir haben es geschafft, wir haben es, also die Flügelmänner haben es wenigstens dann noch. Ja gut, die waren zu zweit gegen einen, also. Das wäre fast das Ende von Edmund Blackadder gewesen. Die Folge fängt schon gut an. Boah. Zuerst beginne ich fast Selbstmord, dann werde ich fast abgeschossen und dann krachen wir mit einem anderen zusammen. Aber genau für sowas brauchst du eine hohe Stamina, also eine hohe Ausdauer, damit du so einen Zusammenstoß überlebst. Und interessanterweise habe ich, dadurch, dass ich in den Rhein geflogen bin, habe ich einen Abschuss gekriegt. Also das ist ja auch irgendwie so. Ich meine, stimmt schon, wegen mir ist der auch abgestürzt. Aber trotzdem, ich habe ja nicht wirklich abgeschossen. Wir sind zusammengeflogen. 9. Oktober 1916. Got into a wreck in what's left of the mess. This AM with Tex Johnson. It began when I shouted, hey Tex, how about demonstration? Ja, okay. Also wir sind in eine... Also ich glaube einmal, wir haben eine Rangelei gehabt mit dem Tex Johnson in der Mess. Achso, Blödsinn. Dann habe ich das vorher, glaube ich, falsch übersetzt. Von wegen, er hat einfach die Spat hat er hingemacht, weil er halt eben ins Trudeln gekommen ist und dann quasi eine Bruchlandung hingelegt hat, wo er uns seine Flugkünste zeigen wollte. Und jetzt da halt eben sind wir quasi in einer Rangelei oder zumindest eine Meinungsverschiedenheit mit dem Tex Johnson aneinander geraten quasi, weil unser Eins er mal halt eben verarscht hat. Und zwar, weil wir halt eben gerufen haben bei diesem Wrack, hey Tex, wie schaut's aus, demonstrierst du uns einen Loop-de-Loop, also einen Looping, und zwar hinein in Colonel Ferrers Bank, das ist ja das Bett, also quasi seine Schlafstätte. He took the first swing, also er hat den ersten Schlag auf uns verübt, wir haben uns geduckt und haben... And landed a roundhouse to his jaw. Roundhouse, das ist ja der... Der Meister des Roundhouse-Kicks. Ich meine, an sich müsste es ein Uppercut sein. Weil wir halt eben... Oder ein Schwinger haben wir ihm verpasst auf sein Kinn.
Und Chuck Norris ist der Meister des Roundhouse-Kicks. Deswegen Roundhouse, aber gut, keine Ahnung, was da alles für Bezeichnungen gibt. I have a feeling fairer things are started the brawl since he's sending me on a strafe run to the some trenches. Ja, also wir haben das Gefühl, obwohl wir eigentlich quasi jetzt dann nicht die Schlägerei angefangen haben, aber im Endeffekt, wenn du es jetzt genau nimmst, wir haben angefangen, weil wir ihn verarscht haben und er hat halt eben dann darauf, also daraufhin hat er probiert uns zu schlagen, wir haben ihn aber getroffen und der Colonel Farrer glaubt halt eben, dass ich dafür verantwortlich bin für diese ganze Rangelei oder Schlägerei und daher schickt er uns auf eine Bodenangriffsmission und zwar auf die Trenches bei der Somme, also bei diesem Fluss halt eben. Und die Trenches sind ja diese Schützengräben, also wir sollen die Infanterie attackieren. Not sure if it's a reward or punishment. Und wir sind uns nicht sicher, ob das Ganze eine Belohnung oder ein Tadel sein soll, / also dass er uns was zu Fleiß macht. Mir fällt gerade Punishment nicht ein. Deswegen, sorry. Bestrafung, siehst du. Als Bestrafung oder halt eben als gut gemacht. Strafe Infanterie. Na, mach mal. Ja, bei mir ist auch. An einem Tag bin ich ein bisschen besser, wenn es ums Übersetzen geht, an einem anderen Tag nicht. Some trenches lay before me like rows of open graves. Dividing the countryside. Also das, die Schützengräben der Somme lagen vor mir, lagen vor mir wie offene Grabreihen, die Felder durchschnitten, würde ich jetzt einmal das Ganze so übersetzen. Even the air was bowled over by the foul odor of the unburied death. Selbst in der Luft konnte ich ist uns schlecht geworden über das faule Odeur, also über diesen faulen Geruch von den nicht verbrannten Leichen, die halt eben auf dem Schlachtfeld sicherlich gegen sind. My guns would soon bring more flesh to rot. Und unsere Maschinengewehre werden sicher noch weitere Körper dort postieren, sagen wir es mal so. Aber es ist viel schwieriger, die Infanterie so zu erwischen bei den Dingen, bei den Schützengräben, weil die gehen immer gleich rein, sobald es irgendwie bemerken, dass attackiert werden oder angeschossen werden. Gut, wer würde das nicht machen? Aber ich höre auch nicht, ob die getroffen werden oder nicht. Aber trotzdem, ich konzentriere mich jetzt eigentlich nur auf die Soldaten. Wobei, ja, da wenigstens einen können wir da mal mitnehmen. Ich höre überhaupt jetzt zurzeit relativ wenig. Ich meine, das Maschinengewehr höre ich, meine Maschine höre ich, aber ich höre keine Maxeln. Shit. Ich höre das Ganze nämlich lustigerweise nur auf dem linken Kopfhörer und nichts auf dem rechten. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ich muss dann schauen, ob da irgendwas mit dem Audiosignal los ist. Von 100 Soldaten 33 erwischt. Ich höre es nur auf der linken Seite. Ah, jetzt höre ich es wieder auf der rechten. Toll, wieder ein Fehlschlag, Leiwand. Oktober. Heute ist Freitag der 13. and we're already having hard luck. Und wir haben bereits jetzt schon
Unglück, glaube ich, soll das heißen. This morning Tex Johnson spun out on our main landing strip and pancaked one of our refurbished Newports into a bomb. Na, Alter! Diesen Morgen hat nämlich Tex Johnson Tex Johnson hat eine der gerade wieder neu hergerichteten Newports geschrottet, und zwar ist er reingeflogen in einen Schuppen. Everyone laughed as the chickens climbed out, clucking all over the plane's crushed wings. Ja, also alle haben sich mörderhaft amüsiert, als die ganzen Hühner rausgekupft sind aus der Scheune und sich quasi hergemacht haben über das, also sie sind quasi über dieses Flugzeugwrack geströmt und hat eben so in die Freiheit entkommen, was auch immer. Tex was humiliated and for a moment I actually felt bad for him. Tex war natürlich lächerlich gemacht worden, und für einen ganz kurzen Moment haben wir uns richtig gehend schlecht gefühlt oder haben wir mit ihm Mitleid gehabt, so auf die Art. We're already having horrid luck. Horrid luck, würde ich aber sagen, ist eigentlich Unglück. Und im Endeffekt, sie haben ein frisch repariertes Flugzeug oder wieder hergerichtetes Flugzeug verloren, wegen Tex Johnson. Also, okay. 4 Mann Patrouille über Lille um 4 Uhr. Don't want anyone laughing at me, so I have to keep holding my own. Wir wollen aber nicht, dass irgendjemand über uns lacht, deswegen müssen wir uns zusammenreißen. Getting laughed at like Tex is the worst thing for a pilot next to dying. Ja, und wenn man halt eben von den anderen ausgelacht wird, das ist die höchste Schmach für einen Piloten. Schlimmeres kann nur der Tod sein. Jo, Patrouille zu viert. So. Hoffentlich wird die besser als die vorige, ne? Also gut, das war halt im Aufklärungsballon nicht zusammenfetzen, aber ist ja wurscht. After an hour of patrolling, we'd yet to sight the enemy, even though Bölke had been keeping regular coverage over Immermann's old stomping grounds. I worried they'd find us before we found them. Also nach einer Stunde Patrouille haben wir noch immer keine Gegner gesehen. Even though Bölke had been keeping regular coverage over... trotz dessen, dass dieses Areal oder halt eben diese Region, wo wir gerade patrouillieren, noch immer stark von Deutschen heimgesucht wird, oder zumindest, dass sich die Deutschen dort vermehrt aufhalten, weil das alte Revier war von Immelmann, und der Bölke hat dort immer wieder seine Truppen im Einsatz oder seine anderen Jagdflieger ebenfalls, und wir hatten das dumpfe Gefühl, oder wir machten uns Sorgen, dass die Deutschen uns finden könnten, bevor wir die Deutschen finden könnten, so. So, davon fuhren, da kommen zwei. Ja? Da kommen die nur von vorne. So, da müssen wir aber aufpassen. Kurz einmal. Das ging fix. Man kann auch sein, dass wir es wieder mal nicht gewesen sind. So, aufpassen, dass wir ja nicht den Motor abwürgen, weil das ist auch nicht gut. Yes. Na komm. Ich höre den Motor nicht mehr, das ist nicht gut.
jetzt kommt er, jetzt dreht er um. Nicht schon wieder. Ich bin mir sicher, wir haben uns noch nicht einmal vom letzten Mal erholt. Aber wir sollten trotzdem den einen im Auge behalten. Jetzt sind wir eigentlich schon weit genug weg, genau. Weil eben, jetzt hört er auf zum Brennen. Okay, nichts riskieren. Einfach nur weg. Wenn er sich erholt, sehen wir es eh, dann schaut er zurück. Aber das ist halt eben das Blöde. Er dreht sich und er brennt nicht mehr. Und beim... Ja, ist ja wurscht. Ja, jetzt ist er. With the final explosion, trumpeting our victory, we beat all you. Also wir haben uns verabschiedet. Und ich habe nichts erwischt. Interessant. Also erwischt schon, aber mir hat nichts dieses... keiner von den zwei Abschüssen gegolten. Ja, ist ja wurscht. Ba-bam. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da. Oktober. Somebody has to do something about this madman Bölke. Irgendjemand muss etwas unternehmen gegen diesen verrückten Bölke. Yesterday he got his 35th kill. Gestern hat er seinen 35. Abschuss. Jo. The pilots his training are flying better than any we've seen. Especially the new kid he's picked as Immelsmann Successor. Richthofen, das schon her. Manfred von Richthofen hat den Ersten Weltkrieg betreten. Also die Piloten, die Bölke ausbildet, sind alle viel besser flugtechnisch und also sind viel bessere Piloten, als wir bis jetzt da gesehen haben. Ganz besonders der neue, also der Frischling quasi, den er sich ausgepickt hat, also ausgesucht hat und der Immelmanns Nachfolger werden soll, und zwar eine Person mit dem Namen Richthofen. I think his name is Upstart. Was? Tex was supposed to lead today's balloon busting sortie, but me and the body want to stay alive, so we're sneaking off to Harrison alone. Okay, also wir glauben, dass dieser neue Flieger der Nachfolger vom Immelmann sein soll, dass der Richthofen heißt. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen es, aber ist ja wurscht. Und der Tex sollte uns eigentlich anführen heute bei einem Angriff auf Aufklärungsballone bei Sortie. Na, Ballonbusting. Ja, also bei einem Ballon, Aufklärungsballon, Abschussmission, was auch immer. Aber ich und ein Flügelmann, wir wollen am Leben bleiben, deswegen haben wir uns heimlich davon gemacht nach Hirsen, um diese Aufklärungsballone abzuschießen. Naja, zu zweit, mal schauen. Flack. Mitdenken, nicht in Sturzflug runtergehen, weil wenn wir Pech haben, können wir nicht mehr hochziehen. Gaining on a lone balloon. We couldn't believe that the Germans would send up an overseas observer without cover. Was it a ruse or had the cunning Bölke simply fallen asleep in his scheming? Ja, also wir haben einen einzelnen Ballon vorgefunden. Wir konnten ehrlich gesagt nicht glauben, dass die Deutschen diesen Ballon aufsteigen haben lassen, ohne jeglichen Begleitschutz oder Sicherung. Und war das jetzt da einfach nur ein Zufall oder hat der verschlagene Bölke einfach nur verschlafen, dass er diesem Aufklärungsballon eine Eskorte halt eben oder ein Verteidiger zur Seite gibt. Ich meine, sie haben eh eine Flak, aber die wird ja eh nie erwähnt. Es interessiert eh keinen außer mich, weil die Flak halt eben doch gefährlich werden kann. Aber ist ja wurscht. Und nein, er hat nicht verschlafen. Wir haben einfach nur nicht genau geschaut. Was ist da? Okay, irgendwas ist über uns. Ich schaue jetzt nur gar, wo ist da ist.
So, die haben wir. Gut, ich mache jetzt was, was man normalerweise nicht macht. Aber einfach nur, dass der Ballon einmal weg ist. Uah. Die kommen immer so nah ran. Einer. Sorry, dass ich immer so stark reagiere, aber es ist... Ich will am Leben bleiben. Beziehungsweise ich möchte meinen Charakter am Leben halten. Aber da ist noch ein zweiter. Die Sau kommt auf uns zu. Oder? Schaut das nur so aus? Na? Derweilen fliegt er von uns weg. Na komm. Meine Maschinengewehre werden müde und da kommt er jetzt. Na komm. Sorry auch für den Fall der Fälle, dass meine Stimme teilweise übersteuert oder was. Ich meine, ich muss dann eh wie immer nachbearbeiten. Aber meistens auf solche Sachen kann ich, also schaue ich nicht immer wegen Übersteuerungen oder so irgendwas. Deswegen für den Fall der Fälle, dass irgendwo da meine Stimme übersteuern sollte, wegen so einem oder Hui, dann tut's mir leid. Ah, alles abgeschossen. Big news, Captain. The brass at Wing now know all about you. For distinguished service to the Air Corps, you've just been upped to Major. Take the rest of the day off. Cool, wir haben einen Tag frei, oder beziehungsweise den Rest des Tages haben wir frei, weil, ja, mehr oder weniger das Hauptquartier hat mitbekommen, dass ich in letzter Zeit mich ganz brav verhalten habe als Soldat oder als Flieger und ich werde zum Major befördert. Das ist cool. Major Edmund Blackadder. Das hat was, oder? Und damit führen wir jetzt auch die Rangliste unseres Schwadrons an, weil von den Abschüsse her... Achso, jetzt haben wir genauso viel wie der Bölke. 35. Ich habe nämlich zuerst... glaubt, wie ich das vorgelesen habe, dass der Bölke seinen 35. Abschuss hat. Ich hätte mir gedacht, wir hätten schon viel mehr. Aber wurscht, also wir sind jetzt gleich auf mit Bölke. Dümmt, fand 20. Oktober? War das nicht schon 20. Oktober? Ist ja wurscht. Tex Johnson has left for his next teaching assignment. Tex Johnson hat uns verlassen, weil er irgendwo anders einen Unterricht geben muss. Holy Joe bade him his official farewell as Farah grumbled, if the punk ain't gonna destroy the Bosch, let him destroy some other Zero-Strom. Ich würde mal sagen, der Holy Joe hat ihm sein, also hat Lebewohl gesagt und wird wahrscheinlich auch gleichzeitig für den Farah das Ganze übernommen haben, von wegen, ja, gute Reise, bla bla bla, weil eben der Farah hat gemeint, von wegen, wenn der Punk, also wenn dieser Punk oder dieser Affe halt eben unbedingt Militärmaterial zerstören muss, zumindest so sehe ich das Ganze, dass er die Flugzeuge oder halt eben die Gebäude zerstören muss, dann soll er es bitte bei einem anderen Flugfeld machen und nicht bei unserem. As we left, Farah turned our attention to this evening's bridge bombing at St. Quentin. Ja, während wir gelacht haben,
hat Farah, Colonel Farah, unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass wir heute am Abend oder am Nachmittag halt eben eine oder mehrere Brücken bombardieren sollen, und zwar bei St. Quentin. Our laughing stopped abruptly when he ordered us to be loaded up in an hour. Ja, und uns ist das Lachen vergangen, als er uns halt eben aufgetragen hat, dass wir das in einer Stunde kampfbereit oder flugbereit sein sollen. Bomben. Na, hoffentlich schaffen wir es dieses Mal. Letztes Mal haben wir ja versagt beim Brückenbombardieren. Und Supply Trucks habe ich jetzt noch nur gelesen. Das sollte ich mir auch angewöhnen, gerade bei den Bombenmissionen oder Bombermissionen, dass ich mir da durchlese, was die Sekundärziele sind. Und hoffentlich erwischen wir dieses Mal auch die richtige Brücke und wir werden nicht abgeschossen wie letztes Mal. As I reached St. Quentin, I thought how funny it would have been to watch Tex in real action. Als wir St. Quentin erreicht haben, haben wir uns gedacht, wie lustig es gewesen war, wenn wir in Tex wirklich einmal in Aktion gesehen hätten, also sprich unter Kampfsituationen. Would he have bounced his tail skid on one of the bridge towers or would he... Hier swan-dived into the dream. Ja, also wir fragen uns jetzt, wenn er mit uns jetzt quasi auf diese Bombenmission oder Bombermission mitgeflogen war, was hätte er wohl gemacht? War er da quasi in den Brückenpfeiler reingeflogen oder in den Brückenpfosten reingeflogen, oder hätte er einfach nur einen direkten Sturzflug in den Fluss reingemacht? Zwei Brücken. Okay, eine Eisenbahnbrücke und davor ist eine normale Brücke. Gut. Wir haben sechs. Okay. Zwei brauchen wir für die Dinger. Zwei brauchen wir für die... Ah, da ist einer. Shit, das war nix. Oh, Alter, was haben wir da drauf? Ich sehe es ja nicht einmal. Ich glaube... Das gibt es nicht. Jedes Mal muss... Das... Kann es doch nicht sein. Das gibt's nicht. Immerhin, wir haben nichts, keine erste Hilfe, also nichts Rotkreuzmäßiges abgefetzt, aber das zifft mich jetzt schon an, dass ich so grottig bin bei diesen Bombermissionen. Man sieht ja nichts, da sind dauernd immer diese Wolken und alles. Ne? Ist nicht meine Schuld, das ist das Spiel. Ja, es ist nicht leicht, aber trotzdem. Ist ja wurscht. 23. Oktober 1916. I figured out what I hate most about Europe. Short summers. Uns ist aufgefallen, oder wir haben herausgefunden, was wir am meisten hassen an Europa, und zwar die kurzen Sommer. Das würde jetzt aber bedeuten, außer ich hätte irgendwas falsch gemacht, dass wir eigentlich ein amerikanischer Pilot sind bei den Engländern. Weil die Engländer sind ja berühmt für ihre langen Sommer. Seems like spring just melted away the ice, but this morning I felt a familiar chill in the shower. Ja, es kommt uns so vor, als wenn der Frühling gerade das letzte Eis weggeschmolzen hat, aber trotzdem diesen Morgen hatten wir in der Dusche einen alten, bekannten Gänsehautfaktor, oder beziehungsweise wir haben Gänsehaut unter der Dusche bekommen, den wir zurückführen auf den letzten Winter halt eben, weil dort ist uns genauso ergangen. Hot water is back in short supply, so I'm sure I'm not the only one who felt the cold. Ja, Warmwasser ist halt eben, gibt es nicht allzu viel davon oder gibt es immer nur kurzzeitig, und ich bin mir sicher, dass wir nicht, also wir sind uns sicher, dass wir nicht die einzigen sind, die die Kälte ebenfalls spüren. We were all grumbling as we checked out our planes. Wir waren alle am Rumrumoren, würde ich mal sagen, als wir unsere Flugzeuge durchgecheckt haben. No one was too happy about this dreary patrol to Cambrai. Und keiner hatte auch nur irgendwie die Lust, diese Patrouille zu fliegen bei Cambrai oder Cambrai. Na, mal schauen, wie viele sind wir.
Zu viert, eine Patrouille zu viert. Ja, Bombenmission, also Bombenmission lassen sie uns ja nicht fliegen, wenn wir die dauernd verhauen. With moisture freezing on my upper lip, I looked to the three guys flying at my side to make sure they saw what I saw. Also mit bippernden Oberlippen sah ich mich um zu den drei Flügelmännern und at my side to make sure, um mich zu vergewissern, dass sie dasselbe sahen, was ich sah. Down below us, ein Albatros, also unter uns war eine Albatros D2 und eine Fokker E3, also sprich ein Doppeldecker, ein Eindecker, were rearing for a scrap. Ja, also wir haben zwei deutsche Gesichter, die halt eben auf Ärger aus waren. Einmal haben wir ihn angeschossen. Na komm. Okay, und der zweite haut sich hinter mich, oder was? Wow. Na dann komm du her. Shit, 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 shit. Ah, viel geschossen, nichts getroffen. Alter, der hat einen von uns abgefetzt. Rache! Rache für Wanda! Das ist zwar nicht, ob er Wanda heißt, aber ist ja wurscht. Cool. Wie viel hält der aus? Der zweite ist mal, glaube ich, auf den Fersen. Oder kämpft er noch gegen die anderen? Ja. Was sind da gerade zerrissen? Oder hat er sich da fangen können? Der Eindecker. Sorry, ganz kurz die Nase. Ja, genau in dem Moment kommt er zurück. Weg, 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 weg. Ich glaube, jetzt hat er ihn einer erwischt. Wer brennt denn da? Wir fliegen noch ein bisschen weiter, Sicherheitsabstand aufbauen. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz um, was da passiert. Also theoretisch einen müssten wir jetzt abgeschossen haben, außer der hat sich da fangt, dann war es wieder wie andere. Ja, und die haben zwei abgefetzt. Der Neville ist mit uns geflogen. Major Neville. So. Ja, ist wurscht. Eine machen wir noch. Hm? October 27. We've been hearing a lot more about this Richthofenfeller. Wir haben einiges mehr gehört von diesem deutschen Richthofen. Belke must have trained him well, as he's been on a Brit killing spree all month. Belke muss ihn sehr gut trainiert haben, da er nämlich einen Briten nach dem anderen runterschießt. Also dieses Monat hat er halt eben eine Glückssträhne, was britische Kampfflugzeuge angeht, weil er sehr viele runterschießt. Ferry is offering a week of living in exchange for Richthofens flight gear. Colonel Farrer hat quasi ein Kopfgeld ausgesetzt auf dem Richthofen und gibt dann jeden, der quasi ihn abschießt, Schrägstrich den Beweis für seinen Abschuss erbringt, gibt er eine Woche Fronturlaub. I think we're all
overreacting, he's just some lucky flyer on a hot streak. Ja, wir glauben einmal, dass das Ganze Überreaktion ist. Er ist höchstwahrscheinlich ein Pilot, der gerade eine, also der hat einfach gerade eine Glückssträhne und die wird vorbeigehen. Probably won't see him today, as I'm off to bomb a train at Aulneuil. Ich kann diese Stadt nicht aussprechen. But I would like a shot at that lift. Ja, okay. Wir werden ihn höchstwahrscheinlich heute nicht sehen, da wir nämlich einen Zug bombardieren müssen bei Aulneuil, oder wie das heißt. Aber wir würden trotzdem nichts dagegen haben für diesen Fronturlaub. Ja. Ich glaube nicht, dass wir jemals die Chance haben in dem Spiel, dass wir auf den Richthofen treffen. Nur ehrlich gesagt, bis auf ein Mano a Mano habe ich auch keine Lust, ehrlich gesagt, einen Richthofen zu treffen. Weil wenn der im Rudel ist oder was, dann eben, du kannst dich nicht immer nur auf einen konzentrieren und... So, bitte. Die Zugbombardiererei, die haben wir ja bis jetzt da relativ gut immer zu Ende gebracht. Und normalerweise würde es reichen, das habe ich vielleicht auch schon 100 Mal gesagt, wenn ich einfach nur die Zugmaschine vorne halt eben, wenn ich die zerstöre, weil dann kann ich ja nicht weiterfahren. Aber trotzdem werfe ich immer mehrere Bomben ab und zerstöre halt eben mehrere Abteile oder Waggons vom Zug. Weiß auch nicht. Ich fühle mich dann einfach besser. In der Hinsicht, dass ich die Mission auch wirklich erfolgreich abschließe. As I dove on Aulneuil, I saw a sign on the side of the train that read, Herr Trenchard, please give your pilot a rest. Too bad I wasn't feeling particularly tired. Als wir quasi nicht im Sturzflug, aber als wir uns halt eben von den Lüften herabstürzten auf Aulneuil, sahen wir einen Schriftzug auf der Seite des Zuges, der da sagte, Herr Trenchard, also gerichtet quasi an die Alliierten, sie sollen ihren Piloten doch einmal eine Pause gönnen, aber blöderweise fühlten wir uns nicht so müde, dass wir quasi diese nette Einladung oder Aufforderung, dass wir dieser nachgehen würden. Nein, wir würden unsere Arbeit machen und den Zug bombardieren. Zack. Ich halte noch ausschau, aber da ist nichts. Da hätte man eigentlich die Flak ein bisschen bombardieren können. Wow. Ja, es trifft ja wirklich nichts mehr. Und ich merke mir nicht, welche Seiten gerade dran ist mit die Bomben abwerfen. Deswegen ist. Nein, ist ja wurscht. Ich suche nur Ausreden. Ah! Na doch, ein Blödsinn, das sind die Bomben, die wir abgeworfen haben. Jetzt habe ich nämlich, glaube ich, 3 von 6 Waggons haben wir zerstört. Vergisst's mich. Das. Na gut, aber ich würde einfach mal sagen, jetzt haben wir das auch wieder gemacht. Sind ein bisschen weitergekommen. Ja, in der letzten Zeit ist es ein bisschen tragisch, was die Missionen anbelangt. Aber man kann nicht immer gewinnen. Man kann nicht immer alles positiv abschließen. Ein Glück, wir sind ja einmal fast... Also die erste Mission heute, die war ja, wow, mörderhaft. Wir sind ja fast abgeschossen worden und dann sind wir fast verreckt, weil uns der Doppeldecker reingeflogen ist, beziehungsweise wir halt eben diese Kollision in der Luft hatten. Zum Glück haben wir überlebt und konnten das Ding auch noch landen. Naja, das war schon was. Also ich sage einmal, in echt war der Stift schon so weit draußen gewesen, aber ist ja wurscht. Ich hoffe einfach mal, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, oder beziehungsweise würde ich einmal sagen, wir sehen uns vielleicht nächstes Mal wieder bei Teil 9. Ich wünsche euch natürlich auf jeden Fall einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Sorry dafür. Und ja, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Baba.